Sehr geehrter Herr Professor Päbo, sehr geehrter Herr Dittmer, sehr geehrter Professor Stratmann, sehr geehrte Frau Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft Schneider, sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen im Hamburger Rathaus zur Verleihung des Körberpreises für die europäische Wissenschaft. Der mit 750.000 Euro dotierte Preis wird seit 1985 verliehen und zählt mittlerweile zu den angesehensten Auszeichnungen für exzellente Forschung in Europa. Die Preisträger können das Preisgeld für ihre Forschungsarbeit einsetzen und werden damit nicht selten Kandidaten für weitere Preise und Auszeichnungen, die ihre wissenschaftlichen Erfolge würdigen. Der diesjährige Preisträger, Svante Päbo, hat 1984 damit begonnen,
die DNA, also das genetische Material einer Mumie, zu klonieren. Die molekularbiologischen Methoden waren damals noch in den Kinderschuhen. Die Isolierung von DNA aus Gewebeproben, Sequenzierung und Klonierung waren noch Handarbeit. Maniatis, Molecular Cloning. Erbgut aus den Zellen eines Mumienpräparates zu isolieren, war eine ungewöhnliche Idee und methodisch anspruchsvoll. Geradezu wegweisend war die Idee, anhand von Sequenzanalysen im Erbgut fossiler Gewebe die Evolutionsgeschichte nachzuvollziehen, die bisherigen Annahmen zu bestätigen oder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Mit den modernen molekularen Methoden gelang es dem Team um Svante Paabo 2010, eine erste Version des Genoms der Neandertaler aus mehr als 10.000 Jahre alten Knochen zu rekonstruieren. Für die Arbeit in dem von ihm gleichsam selbst entwickelten Feld der Paläogenetik erhält Svante Paabo heute den Körperpreis. Er studierte an der Universität Uppsala Ägyptologie und Medizin. Später setzte er seine Forschungen an der University of California in Berkeley und ab 1990 an der Ludwig-Maximilians-Universität München fort. Seit 1997 ist er einer der Direktoren am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Sie publizieren nicht nur in wissenschaftlichen Zeitschriften, Herr Paabo, sondern Sie können auch Forschungsergebnisse einem breiteren Publikum allgemeinverständlich erklären. Meine Damen und Herren, Hamburg ist nicht nur eine traditionelle Hafen- und Handelsstadt, eine attraktive Kulturmetropole und ein starker Wirtschaftsstandort. Hamburg ist auch ein ambitionierter Wissenschaftsstandort mit einer großen Zahl wissenschaftlicher Einrichtungen und dem Ziel, neben einem breiten Angebot an Lehr- und Studienmöglichkeiten auch exzellente Forschung zu etablieren. Wir stärken die Universität und die Technische Universität. Wir bauen die Universitätsmedizin aus, siedeln neue wissenschaftliche Einrichtungen an und fördern deren Zusammenarbeit mit innovativen Unternehmen. Ich unterstütze aktuell sehr die Bemühungen, die naturkundliche Sammlung der Universität mit dem entsprechenden Institut in Bonn zusammenzuführen, um ein gemeinsames naturkundliches Leibniz-Institut zu gründen. Dafür wollen wir ein modernes naturkundliches Institut und Museum in Hamburg bauen, in dem die wertvolle Sammlung unserer Universität besser systematisiert, bewahrt und wissenschaftlich genutzt werden kann. Vielleicht, Herr Paabo, können Bestandteile unserer Sammlung auch für Ihre wissenschaftliche Tätigkeit von Interesse sein. Auf jeden Fall wird Sie der Körperpreis darin unterstützen, Ihre Forschungen fortzusetzen und zu erweitern. Ich bedanke mich im Namen des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg bei der Körperstiftung für Ihre Arbeit, die dem Wissenschaftsstandort Hamburg alle Ehre macht. Sehr geehrter Herr Svante Paabo, herzlichen Glückwunsch zum Körperpreis 2018 und alles Gute für die Zukunft. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, lieber Herr Tschentscher, sehr geehrte Vizepräsidentin der Hamburgischen Bürgerschaft, sehr geehrte Vertreter des Konsularkorps, lieber Professor Paabo, liebe Gremienmitglieder des Körperpreises, meine Damen und Herren, ich darf Sie ebenfalls herzlich willkommen heißen zur Verleihung des Körperpreises für die Europäische Wissenschaft 2018. Und ich liefere ganz zu Beginn einen kleinen Nachtrag zum Programm. Musikalisch umrahmt wird unsere Veranstaltung von Leonard Fu an der Violine und Hani Liang am Klavier. Sie sind Preisträger und Stipendiaten der Deutschen Stiftung Musikleben, mit der wir seit langem freundschaftlich verbunden sind. Herrn Fu haben Sie schon erlebt und die beiden werden Sie am Ende noch einmal gemeinsam erleben. Meine Damen und Herren, Arbeitsteilung ist eine Bedingung für das Funktionieren unserer modernen Gesellschaft. So wie es sinnvoll ist, dass wir nicht
alles, was wir täglich brauchen, selber herstellen. So ist es auch sinnvoll, dass es für die unterschiedlichen Wissensgebiete Experten gibt, auf die wir uns verlassen können. Wir hatten und wir haben guten Grund zu der Annahme, dass die Wissenschaft mit ihren Verfahren und Methoden uns das jeweils beste und zuverlässigste Wissen zum Verständnis unserer Welt zur Verfügung stellt. Wenn wir zum Beispiel wissen wollen, wie sich ein Ereignis in der Geschichte abgespielt hat, dann fragen wir aus gutem Grund einen Historiker und nicht allein involvierte Zeitzeugen. Wenn wir etwas wissen wollen über Geburtenraten und die Altersentwicklung einer Gesellschaft, dann vertrauen wir Demografen und Statistikern und wir tun sehr gut, nicht auf das persönliche Umfeld und die begrenzte Empirie unserer eigenen Anschauungen zu vertrauen. Leider ist dieser Konsens in unserer Gesellschaft, dass Wissen besser ist als Meinen oder Glauben, in den vergangenen Jahren dramatisch ins Wanken geraten. Das hat, das soll nicht verschwiegen werden, auch Ursachen innerhalb der Wissenschaft, vom Erschwindeln von Titeln über Datenfälschungen bis hin zu Gutachten, die sehr auffällig die Sprache der Auftraggeber sprechen. Solche Schwindeleien und Gefälligkeiten sind allerdings dank der Grundverfassung von Wissenschaft begrenzt und immer von kurzer Dauer. Denn Wissenschaft zeichnet sich ja gerade durch Theorien und Verfahrensweisen aus, die transparenten und überprüfbaren Kriterien genügen müssen. Das wiederholbare Experiment in den Naturwissenschaften, die Belegstelle in den Geisteswissenschaften. Und wo das nicht reicht, ist man heute mit digitalen Mitteln sehr schnell in der Lage, Fälschung und Plagiate zu erkennen. Das heißt, schwarze Schafe haben in der Wissenschaft keine Chance. Schlimmer ist deshalb eine andere Entwicklung, die leider in einem großen Tempo um sich greift: das Relativieren, das Ignorieren und das Leugnen von Wissen. Wir haben alle einen gehörigen Anteil in dieser Situation. Wir lieben die kurzfristige Sensation und nicht die sorgfältig durchdachte Analyse. Wir schenken unsere immer weiter verkürzten Aufmerksamkeitsspannen gerne dem Skandal und wir tun den Normalfall solider Arbeit als langweilig und wenig aufregend ab. Wir sind bereit, den abwegigsten Meinungen überproportional Gewicht zu verleihen und wir ducken uns weg, wo es darauf ankommt, Farbe zu bekennen. Wir haben es zum Teil verlernt, die Standards rationaler Argumentation einzuhalten. Für das Beschwichtigen und Verharmlosen ist der Klimawandel ein gutes Beispiel. In der Forschung herrscht Einigkeit darüber, dass die durch menschliche Aktivitäten bedingte Klimagasfreisetzung seit vielen Jahren erheblich schneller verläuft, als dies bei allen bekannten Erwärmungsphasen der letzten 66 Millionen Jahre der Fall war. 16 der 17 wärmsten jemals gemessenen Jahre weltweit traten im 21. Jahrhundert auf und die Wahrscheinlichkeit, dass der Anstieg der Globaltemperatur nicht maßgeblich auf anthropogene Faktoren zurückzuführen ist, lässt sich beziffern. Sie liegt bei 0,001%. Würden Sie bei einer solchen Quote eine Wette eingehen? Was hindert uns also in dieser Frage am entschlossenen Umsteuern? Meine Damen und Herren, es ist an uns, Tag für Tag und Fall für Fall darauf zu beharren, dass Fakten Fakten bleiben. Und das sage ich bewusst, trotz des möglichen Einwands, dass wir doch alle wissen, dass es die endgültige Wahrheit nicht gibt. Das stimmt, es gibt immer nur das vorläufig beste Wissen, aber genau dieses müssen wir verteidigen und wir müssen es von Spekulationen, Vermutungen und offenkundigen Unsinn unterscheiden. Wenn wir die Fähigkeit verlieren, echtes Wissen von Meinungen zu trennen, wenn wir uns nicht einmal mehr darauf verständigen können, was die unbestrittenen Fakten für unser Handeln sind, dann laufen wir nicht nur Gefahr, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu verlieren, sondern wir verspielen auch leichtfertig unsere Zukunft, denn es sind immer wissenschaftliche Erkenntnisse und Durchbrüche gewesen, die die Welt etwas besser und oder etwas sicherer gemacht haben. Wenn Sie sich jetzt verwundert die Augen reiben, wieso ich diese freudige Feststunde der Wissenschaft zu einem solchen Appell nutze, dann will ich gerne bekennen, dass dies mit Sorge um die aktuellen Entwicklungen geschieht. Es war nie leichter als heute, wissenschaftliche Erkenntnisse zu diskreditieren. Maßgeblich befeuert wird das natürlich durch die sozialen Medien und das Internet, in denen
vielerorts das fehlt, was gute Wissenschaft ausmacht: aufwendige Prüfungen, nachvollziehbare Verfahren, persönliche Verantwortung. Und so landen wir immer mehr in Echokammern und Filterblasen und unser Weltbild wird nicht mehr durch Ratio, sondern durch Trolle und Bots geformt. Das gilt und schon sind wir beim heutigen Preisträger und seinem Thema auch für die Evolutionstheorie. Die Idee, der Mensch sei ein Produkt natürlicher Entwicklungs- und Ausleseprozesse, war von Anfang an eine Zumutung und sie ist es offenbar immer noch. Es mag nicht überraschen, dass vor einiger Zeit in der Türkei die Evolutionstheorie aus dem Biologieunterricht verbannt wurde. Aber es ist viel bedenklicher, dass selbst in aufgeklärten Gesellschaften wie den USA kreationistische Positionen Oberwasser haben und etwa vom aktuellen Vizepräsidenten der Regierung offensiv vertreten werden. Und meine Damen und Herren, wie immer sollten wir nicht nur selbstgefällig auf andere zeigen. Untersuchungen deutscher Grundschullehrpläne haben ergeben, dass dort die Schöpfung als Erklärung unserer Herkunft überaus präsent ist, dass das Konzept der Evolution aber praktisch nicht vorkommt. Das Kriterium kindgerecht kann dabei nicht der Maßstab gewesen sein. Auch die Evolution lässt sich altersangemessen erklären, wie es sich aus meiner Sicht für eine Gesellschaft gehört, die der Aufklärung verpflichtet sein will. Wird schon die Evolutionslehre wieder zunehmend attackiert, so hält unser heutiges Thema eine weitere Herausforderung bereit. Denn nun, meine Damen und Herren, mutet man uns diese Erkenntnis zu. Sie, wir alle, haben nicht nur gemeinsame Vorfahren mit den Affen, sondern in uns steckt auch viel mehr Neandertaler als gedacht. Im Genom heutiger Europäer finden sich etwa 1,5 bis deutlich über 2% Neandertaler-Gene. Und das heißt, wie es in unserer Pressemeldung etwas verschämt formuliert worden ist, dass Neandertaler und andere ausgestorbene menschliche Gruppen vor etwa 50.000 Jahren, und jetzt kommt das Zitat, einen Beitrag zur Abstammung des heutigen Menschen, des Homo sapiens, geleistet haben, Zitat Ende. Sprechen wir Klartext. Nicht einmal das Bettlager unterscheidet uns von den archaischen Formen der Menschheit. Wir Modernen gehen ganz auf in der Kontinuität der Naturgeschichte. Biologisch sind wir keineswegs herausgehobene Sondermodelle, Stichwort Krone der Schöpfung, sondern ganz normale, multikompatible Bautypen. Und ohne noch ein weiteres thematisches Fass aufzumachen, wann und wo immer es möglich war, haben sich diese menschlichen Gruppen, Ethnien und Kulturen, ich hätte jetzt beinahe gesagt, hemmungslos gemischt. Diese Einsicht, meine Damen und Herren, verdanken wir, ganz wesentlich, unserem heutigen Preisträger Professor Svante Paabo vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Wie keinem Zweiten ist es Svante Paabo in den letzten Jahren gelungen, durch genetische Analysen und das heißt durch Naturwissenschaft, Licht in das Dunkel der frühen Stadien der Menschwerdung zu bringen und uns so über unsere Herkunft aufzuklären. Svante Paabo ist ein außergewöhnlicher Kopf, der klassische geisteswissenschaftliche Vorgehensweisen mit naturwissenschaftlichen Methoden kombiniert. Er ist ein Pionier der Paläogenetik und ein Prototyp des Wissenschaftlers und Aufklärers. Und er hat uns auf diese Weise mit seinen wegweisenden Arbeiten zur Entschlüsselung des Neandertal-Genoms eine neue Antwort auf unsere Grundfrage gegeben, woher wir kommen. Herzlichen Dank für diese Erkenntnisse und herzlichen Glückwunsch zum Körperpreis für die europäische Wissenschaft 2018, lieber Herr Professor Paabo. Es scheint fast so, als ob es eine List der Vernunft gewesen sei, in dieser Zeit des Zweifels an der Wissenschaft ausgerechnet einen so fundamentalen Beitrag zum Verständnis der menschlichen Evolution auszuzeichnen. In Wirklichkeit ist die Wahl von Svante Paabo natürlich dem höchst rationalen Auswahlprozess für den Körperpreis zu verdanken
Unser Search Committee und das Kuratorium sorgen zuverlässig Jahr für Jahr für ebenso seriöse wie innovative Preisträgerinnen und Preisträger. Ein Dank geht daher auch an unsere Gremien. Der jährliche Besuch der Körperpreisverleihung ist für Sie alle hier im Raum hoffentlich immer ein Vergnügen. Und das nicht nur, weil hier in die faszinierende Welt der Wissenschaft eingedrungen wird, sondern weil Sie das Rathaus ganz sprichwörtlich schlauer verlassen, als Sie gekommen sind. Dafür ist es wichtig, dass auch die, die uns Wissenschaft erklären, eine große Lust auf immer neue Themen haben und dass sie es verstehen, das Neue richtig dosiert und didaktisch aufbereitet klug zu präsentieren. Und die, die schon häufiger hier waren, wissen, dass wir seit etlichen Jahren das Glück haben, dass wir hier mit großem Sachverstand und mit personeller Kontinuität immer wieder wissenschaftliches Neuland betreten dürfen. Herzlich willkommen, lieber Ranga Yogeshwar. Mein besonderer Dank gilt Ihnen, sehr verehrter Herr Bürgermeister, für Ihre Bereitschaft, wie seit Beginn des Preises alle Ihre Vorgänger, für uns hier im Hamburger Rathaus wieder die Gastfreundschaft zu gewähren. Wir freuen uns, dass Ihnen die Wissenschaft in Hamburg ein Herzensanliegen ist, und zwar nicht nur, weil Sie das aus eigener Anschauung kennen, Sie sind Wissenschaftler, sondern weil Sie davon überzeugt sind, dass die Wissenschaft für die Zukunft unserer Stadt ein zentraler Schlüssel ist und bleiben wird. Die Stärkung des Wissenschaftsstandortes Hamburg ist Teil Ihrer politischen Agenda. Unserer Unterstützung bei diesem Vorhaben können Sie gewiss sein. Und dass die Wissenschaftsbehörde den Körperpreis als einen integralen Bestandteil dieses Standortes begreift und uns in vielerlei Hinsicht unterstützt, freut uns ganz besonders. Lieber Herr Tschentscher, liebe Frau Staatsrätin Gümbel, auch dafür einen herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, ich habe lange genug geredet. Wir kommen jetzt umstandslos zum Herzstück und zum Höhepunkt dieser Veranstaltung. Und ich überlasse den Herren Pebo und Yogeshwar jetzt sehr gerne die Bühne. Vielen Dank, Dr. Dittmar. Wir kommen gleich. Ich danke Ihnen sehr für Ihre engagierte Rede. Und wenn man genau zugehört hat, meine Damen und Herren, müssen wir uns einen Moment alle wirklich mal anfassen und sagen, in welchem Jahr leben wir? 2018. Und auf der anderen Seite hören wir Stimmen, die inzwischen das Petitum der Wissenschaft hinausschreien und sagen, fight the fear with the facts, bekämpft die Angst mit den Fakten. Nun, was wir heute Morgen hier erleben können, ist nicht nur eine großartige Preisverleihung, aber in gewisser Weise vielleicht auch ein Beleg dafür, was gute Wissenschaft vermag. Und wenn der ein oder andere zweifelt und sagt, naja, brauchen wir in Zeiten von False News und Fake News und alternativen Fakten, brauchen wir Wissenschaft, dann werden wir heute Morgen, glaube ich, einen wunderbaren Beleg dafür bekommen, zu was Wissenschaft in der Lage ist. Und ich freue mich sehr, weil das Thema etwas ist, was jeden von uns betrifft, nämlich die einfache Frage, von wo kommen wir, wenn wir zurückblicken in unsere wirklich tiefe Vergangenheit im Laufe der Evolution. Und es gibt einen Mann, der wie kein anderer, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten nicht nur ein Fenster aufgemacht hat und uns hineinblicken lässt in diese Vergangenheit. Und bevor ich das große Glück habe, mit dem Preisträger, Professor Svante Paabo, hier oben zu sprechen, haben wir, wie in jedem Jahr es eine Tradition ist bei Körber, einen wunderbaren Film von Wagner Vision, der Ihnen unseren Preisträger in Bildern vorstellt. Und ich sage der Regie, Mats ab. Nicht nur Ihr Aussehen verrät, was uns mit Ihnen verbindet. Auch genetisch haben wir mit Schimpansen viel gemeinsam. Er untersucht diese Verbindungen im Erbgut mit unseren nächsten Verwandten. Doch Schimpansen sind nicht unsere direkten Vorfahren.
Um unsere Evolution wirklich verstehen zu können, blickt ihr daher in die Vergangenheit unseres Stammbaums. Mein Name ist Svante Paabo. Mich fasziniert das Erbgut, das Genom von ausgestorbenen Organismen, besonders von ausgestorbenen Menschenformen. Eine dieser Menschenformen erforscht Svante Paabo schon seit vielen Jahren, die Neandertaler. Sie lebten schon lange vor unserer Spezies in Europa und liefern daher auch Hinweise über die Entwicklungsgeschichte des Menschen von heute. Für mich ist sicherlich die Neandertaler besonders faszinierend, weil die unsere nächsten evolutionären Verwandten sind. So, wenn wir irgendwie aus biologischer oder genetischer Sicht uns definieren wollen, jetzt lebenden Menschen als eine Gruppe, sind es mit den Neandertalern, dass wir uns vergleichen sollen und sagen, wie unterscheiden wir uns von denen? Dem Genforscher ist es gelungen, das gesamte Erbgut des Neandertalers zu entschlüsseln. Ein Meilenstein der Paläogenetik, einer neuen Forschungsdisziplin, die er begründet hat. Die Idee, durch genetische Analysen ausgestorbener Spezies die Vergangenheit zu rekonstruieren. In Fundstätten wie dieser Höhle fördern die Wissenschaftler Hunderte von Knochenfragmenten zutage, das Rohmaterial zur Erforschung des Neandertaler-Erbgutes. Von der Steinzeithöhle gelangt das wertvolle Knochenmaterial in die Reinraumlabors von Svante Paabo. Hier beginnt mit dem Heraustrennen möglicher Erbgutteile aus den Knochen die eigentliche Arbeit. Der Beginn eines sehr mühevollen Vorhabens, denn in vielen dieser Proben ist nur sehr wenig oder gar keine brauchbare Neandertaler-DNA mehr erhalten. Doch im Laufe der Jahre konnte das Team den genetischen Schatz aus der Vergangenheit zutage fördern. Was wir jetzt haben, ist einige hochqualitativen Genomen von Neandertalern, die von einer Qualität ist, fast wie Genome, die wir von jetzt lebenden Menschen bestimmen würden. So, wir können viele von den Unterschieden, fast alle Unterschieden da bestimmen. Gegenüber solch fantasiebeflügelter Darstellungen der Neandertaler und ihrer Lebensweise rekonstruiert Svante Paabo mit seiner Erbgutforschung ein reales Bild dieser ausgestorbenen Menschenart. Möglich wird dies erst durch die Aufarbeitung der Erbgutfragmente aus den Knochen. Dazu werden die winzigen DNA-Bruchstücke zunächst vervielfältigt und dann wie ein Puzzle zusammengeführt. Mit dieser Hightech gelang in den Labors eine weitere wissenschaftliche Sensation, die ein neues Licht auch auf uns heute lebende Menschen wirft. Was wir gefunden haben, ist, dass die haben sich aufgemischt miteinander. Als der moderne Mensch Afrika verlassen hat, ist man auf den Neandertaler gestoßen, in westlichen Eurasien, und hat sich tatsächlich gemischt, sodass in den Genen von jetzt lebenden Leuten außerhalb Afrika ungefähr 1-2% der DNA von den Neandertalern kommen. Lange Zeit konnte darüber nur spekuliert werden. Er aber liefert nun die Belege. In unserer DNA steckt in Anteilen das Erbgut des Neandertalers. Aus Afrika kommend, treffen die modernen Menschen vor rund 50.000 Jahren zunächst in Vorderasien auf die Neandertaler und mischen sich mit ihnen. Die gemeinsamen Nachkommen bilden Vorfahren heutiger Europäer. Erst durch die Entwicklung modernster Labortechnologie, die der Genforscher mit seiner Arbeitsgruppe teilweise selbst entwickelt hat, sind solche Erkenntnisse möglich. Doch wie machen sich die Neandertaler-Gene in uns bemerkbar? Viele von den genetischen Varianten, die von den Neandertalern kommen, tragen bei zu Anfälligkeit für Krankheiten in der jetzigen Bevölkerung, manchmal auch zu Schutz gegen Krankheiten. Es gibt auch Anpassungen im Genom, besonders im Immunsystem zum Beispiel, die vorteilhaft sind. Und manche von denen tragen inzwischen 60-70% von den Leuten in Europa. Die Erkenntnis, dass sich in Europa Neandertaler und Homo sapiens verbanden, verdankt das Team einzelnen Fundstücken. Mit ihnen kann über die Labortechnik
das Puzzle zur Rekonstruktion unseres Stammbaumes ergänzt werden. Dabei stößt die Arbeitsgruppe auf immer neue Verzweigungen in unserer Abstammung. So tragen asiatischstämmige Menschen weniger Neandertaler-Gene. Einen Hinweis auf ihre Entstehungsgeschichte lieferte dem Team von Svante Paabo ein Sensationsfund in der sibirischen Denisova-Höhle. Da haben wir sehr, sehr viel Glück gehabt in unserer Zusammenarbeit mit russischen Archäologen. Haben wir ein kleines Fingerknochen bekommen und das Genom davon bestimmt. Wir waren sehr überrascht, dass es war weder ein Neandertaler noch ein moderner Mensch, war was anderes. Ganz entfernt verwandt mit den Neandertalern. Und wir wissen inzwischen, dass diese Menschenform, die wir Denisovaner genannt haben oder Denisova-Mensch schon genannt haben, haben beigetragen zu jetzt lebenden Menschen in Asien und besonders in dem Pazifik. Die Erforschung unserer Entwicklungsgeschichte mithilfe ausgestorbener Vorfahren des Menschen und seiner heute noch lebenden Verwandten. Ein großes Projekt. Durch den Vergleich von genetischen Gemeinsamkeiten und Unterschieden im Erbgut der Spezies Mensch und seiner Verwandten kommt das Team unserer Abstammungsgeschichte immer näher. So entstehen neue Erkenntnisse und neue Fragen. Die größte Herausforderung jetzt ist wirklich diese Veränderung im Genom, die wir alle uns heute teilen, unabhängig davon, wo wir auf dem Planeten leben, aber wo wir uns unterscheiden von Neandertalern und Menschenaffen, die funktionell zu untersuchen. Welche Veränderungen da könnte was beeinflussen, das wichtig ist, zum Beispiel für die Entwicklung und die Funktion unseres Gehirns. Svante Paabo, Begründer der Paläogenetik, einer wissenschaftlichen Spurensuche auf den verschlungenen Wegen der Evolution. So, meine Damen und Herren, und jetzt begrüßen Sie mit mir den Preisträger des Körperpreises für die europäische Wissenschaft 2018. Paläogenetik. Ich möchte vielleicht so anfangen mit einer vielleicht persönlichen Frage. Man kommt sozusagen manchmal zu einem Feld, und ich glaube, bei Ihnen gibt es zumindest, habe ich das gelesen, ein Ereignis, nämlich als Sie 13 sind, fahren Sie nach Ägypten. Und war das sowas wie ein Beginn eines Interesses für die Welt der Vergangenheit, die Welt der Mumien, die Welt vielleicht der Knochen? Ja, würde ich sagen. So, meine Mutter hat mich nach Ägypten, ist mit mir nach Ägypten gefahren, so als ich 13, 14 war. Und dann fing diese große romantische jugendliche Interesse für Ägyptologie und Archäologie an. Also es war der Blick in die Vergangenheit, der einfach da geblieben ist, so geblieben ist, dass Sie gesagt haben, ich möchte Ägyptologie studieren. Genau. Und dann war meine Vorstellung von der Ägyptologie viel zu romantisch. Das war viel, viel langweiliger, als ich dachte. Es ging gar nicht darum, Ausgrabungen zu machen oder Pyramiden und Mumien zu finden. Sie wollten ein bisschen wie Howard Carter sein und vielleicht einen zweiten Tutankhamun. Oder Indiana Jones. Ja. Aber jetzt kommt ein interessanter Zufall, nämlich Sie wechseln das Feld. Mhm. Sie fangen an, Medizin zu studieren. Und irgendwann muss es ja diesen Moment gegeben haben, wo Sie gesagt haben, okay, ich kann vielleicht die eine mit der anderen Disziplin kombinieren. Also Methoden verwenden, um vielleicht noch besser in die Vergangenheit zu kommen. Also ich wusste dann vom Ägyptologiestudium, dass es gibt Hunderte und Tausende von Mumien, von Menschen und Tieren in den ägyptologischen Museen. Und damals war dann die Techniken für DNA zu vermehren in Bakterien gerade gekommen, und ich arbeite damit in meiner Doktorarbeit. So, der Gedanke war ja dann nicht sehr entfernt zu sagen, vielleicht überleben Spuren von DNA in den ägyptischen Mumien
und man könnte das irgendwie vermehren und dann die Geschichte nachvollziehen. Man erzählt sich eine Geschichte, die sehr seltsam ist, dass sie, ich glaube, es war Leber, genommen haben, mumifiziert haben, im Labor gelassen haben, um zu gucken, kann ich danach, nach diesem Prozess, DNA extrahieren. Es muss ziemlich gerochen sein. Irgendwann ist das aufgefallen. Stimmt ja, die Geschichte? Das Problem, das dahinter steckte, war eigentlich, dass ich ziemlich viel Angst vor meinem Doktorvater hatte. Dass er mir verbieten würde, so etwas Unsinniges zu machen. Ich sollte mich auf meine richtige Arbeit mit so Immunologie konzentrieren. So ich habe diese Versuche sozusagen geheim gemacht, spät in der Nacht oder am Wochenende im Labor. Und einer von den ersten war eben, dieses Stück Leber zu trocknen in einem Trockenschrank. Und das hat dann furchtbar gerochen im ganzen Labor. Und da war es nicht mehr so geheim, was ich machte. Und wie war die Reaktion? Ich denke, alle meine Kollegen im Labor wussten es dann. Der Doktorvater war glücklicherweise verreist zu der Zeit, wie oft. Aber dann kam irgendwann der Moment, wo Sie festgestellt haben, und das ist ja gar nicht so trivial, wir werden im Detail darauf eingehen, dass man aus, ich sag mal, biologischem Material, was älter geworden ist, was zum Teil zerfallen ist, also was tatsächlich nicht mehr so einfach lesbar ist, dass man es trotzdem DNA extrahieren kann. Sie haben mit Mumien begonnen und irgendwann ging die Reise immer mehr zurück. Ja, so da anfangsweise habe ich dann histologisch, also in dem Mikroskop nachweisen können, dass es gab DNA in den Mumiengewebe. Man könnte das einfärben in den Zellkernen, wo das DNA vorhanden sein sollte. Die Daten, das Ergebnis glaube ich immer noch daran. Dann wollte ich zeigen, dass das wirklich menschliche DNA ist. Ich habe die DNA extrahiert, in Bakterien vermehrt und habe nachgewiesen, dass da gab menschliche DNA. Das habe ich dann in Nature veröffentlicht. Mhm. Im Nachhinein, über den nächsten Jahren, stellte sich dann fest, dass ein großes Problem mit solchen Arbeiten ist Kontamination. Einfach von, sagen wir, Staubpartikeln, die vom Haut von Menschen kommen, kann viel mehr DNA beinhalten als so ein Stück Mumiengewebe. So im Nachhinein ist es ganz klar, dass die DNA-Sequenzen, die ich da in Nature veröffentlicht habe, wahrscheinlich von mir selbst stammten oder von meinen Kollegen im Labor oder so. Ja, es ist gut, dass das erst sehr viel später im Nachhinein aufgetaucht ist. Ja. Und es spricht natürlich für, und wenn ich nochmal an die Worte von Herrn Dittmar denke, für genau das ist nämlich auch eine Kultur der Wissenschaft. Wenn man selber erkennt, da ist ein Fehler, es offen anzusprechen und da fällt einem kein Zacken aus der Krone, sondern man versteht ein Problem. Kommen wir jetzt im Detail zu der Analyse von Knochen von Neandertalern. Sie haben den Urfund analysiert, 1856 in der Nähe von Düsseldorf, per Zufall gefunden. Wie alt sind diese Knochen? Man weiß nicht, ja, die sind sozusagen jenseits von Kohlenstoffdatierung, aber die sind sozusagen mehr, Größenordnung 60.000 oder so, würde ich sagen. Jetzt muss man schon, glaube ich, eine bestimmte Vision haben, um zu sagen, aus Knochen, die 60.000 Jahre etwa alt sind, entwickle ich eine Methode, mit der ich am Ende DNA extrahieren kann, sortieren kann und am Ende möglicherweise, und Sie haben es ja geschafft, den DNA-Code eines Neandertalers zusammensetzen. Was sind für einen Laien verständlich erklärt die größten Herausforderungen? Ja, Herausforderungen sind natürlich, dass sehr, sehr wenig DNA noch vorhanden ist. So 100.000-fach, eine Millionenfach weniger als im frischen Knochengewebe. Diese DNA ist auch nicht in schönen, langen Stücken, sondern abgebaut zu ganz kleinen Bruchstücken, die auch noch chemisch modifiziert sind. Und die sind vorhanden in einer großen Mehrheit von DNA, die gar nicht von den Neandertalern stammen, sondern also von Bakterien, Pilze, die in den Knochen gelebt haben über Zehntausende von Jahren. So die Herausforderung ist dann, diese kleinen Stücke zu isolieren. Und das unter so saubere Bedingungen, so eben nicht unsere eigenen DNA oder DNA, die in Chemikalien vorhanden
sind, die wir kaufen oder so, unsere Ergebnisse da verfälschen. Aber ich kann mir vorstellen, also zum einen, Sie brauchen diese Reinstraumbedingungen, wenn man zu Ihnen nach München fährt, sieht man, das ist wie in einer Chipfabrik. Es geht, das haben wir auch im Film schon gesehen, darum, nicht zu kontaminieren, aber dennoch das, was Sie dann sehen, ist ja wirklich so ein Gemisch aus wirklich sehr alten DNA-Fragmenten, DNA-Fragmenten von Bakterien und so weiter und vielleicht noch DNA-Fragmenten, die durch Laboranten oder die in der Neuzeit dazugekommen sind. Wie kann man das auseinanderhalten? Ich meine, da steht ja nicht irgendwo dran, das hier ist Neandertaler und das hier ist Bakterium und das hier ist Mitarbeiter. Ja. So, es gibt einige Sachen, Sachen, die man da verwenden kann. Es gibt chemische Modifikationen in der DNA, die sich anhäufen über Tausende von Jahren, die nicht vorhanden sind in moderner DNA. Besondere hydrolytische Modifikationen, dass Feuchtigkeit vorhanden ist, die einfach stattfinden. So, wir können anhand von diesen Modifikationen sehen, es gibt tatsächlich alte DNA drin. Dann haben wir ja das Glück, dass das Mitochondriegenom, ein winziger Teil unseres Genoms, die mütterlich vererbt wird, bei den Neandertalern sehr anders aussieht als bei jetzt lebenden Menschen. So, wir können anhand von diesem Mitochondrien-DNA schätzen, wie viel Neandertal-DNA haben wir da und haben wir Kontamination von jetzt lebenden Menschen. Diese Mitochondrien-DNA, die immer noch von Mutter zu Mutter, also von den Müttern vererbt wird, ist ja im Grunde genommen auch der Schlüssel, wenn ich es richtig verstehe, um Wanderungsbewegungen klarzumachen, um zu sagen, okay, sie starteten in Afrika und Homo sapiens hat sich dann mit der Zeit ausgebreitet. Bis dahin war das alles Spekulation, aber ist sozusagen erst diese Genanalyse genau der Schlüssel, um wirklich zu verstehen und zu sagen, ja, es gibt die oder die Verwandtschaftsbeziehung. Und wie sicher ist man sich da? So, das Mitochondrien-DNA ist besonders einfach zu studieren, weil es wird sozusagen als eine Einheit vererbt von Mutter zu Töchtern und zum Nachkommen und dann weitergegeben. So, da hat man dann in den 80er Jahren, besonders Alan Wilson in Berkeley, wo ich Postdoc war, hat anhand von diesem Mitochondrien-DNA einen Stammbaum rekonstruiert und zum ersten Mal gesehen, und meine Frau Linda war auch sehr beteiligt in diesen Untersuchungen, gezeigt, dass die meiste Variation gibt in Afrika und die Variation außerhalb Afrika ist weniger. Das gesagt, ist das natürlich nur ein winziger Teil des Genoms. Man hatte, wenn man so will, Glück, dass das Bild hat sich dann bestätigt, wenn man das Kerngenom angeschaut hat. Im Kerngenom ist unsere ganze genetische Geschichte vorhanden. Und eine kleine sozusagen Modifikation von dieser Geschichte kommt dann von den Untersuchungen vom Neandertal-Genom, wo wir sehen, dass nicht die ganze genetische Variation kommt aus Afrika. Es gibt einen Beitrag von Neandertalern und es gibt einen Beitrag von deren entfernten Verwandten in Osten von diesen Denisova-Menschen. Das klingt jetzt natürlich auf genetischer Ebene, ja, es gibt einen Beitrag, aber wenn man dann manchmal, ich weiß nicht, ob das Ihnen so ergeht, zurückspringt in der Fantasie und man stellt sich vor, was ist damals passiert? Also ganz konkret, da muss es also offensichtlich diesen Überlapp gegeben haben, wo der Neandertaler hier in Europa war und Homo sapiens, also sozusagen unsere direkten Vorläufer, koexistiert haben und mehr als das haben. Genau. Und da können wir natürlich darüber fantasieren, was da passierte und wie das stattgefunden hat. Aber ich sage immer, wir wissen eigentlich nicht, was passiert ist, wie wir da spekulieren, sagt was über unsere Fantasien aus und eigentlich nicht darüber, was richtig damals passiert ist. Also die Frage, Sie dürfen jetzt fantasieren. War das romantisch oder war das eher anders? Das können Sie Ihre Fantasien jetzt freien Spielraum geben. Gut. Wenn es heißt, in jedem von uns ist ein Stück Neandertaler, ich habe vorher
da gesessen und haben gesagt, naja, wie kann das denn sein? Wir vermischen uns, das müsste doch längst ausgebleicht sein. Warum ist das immer noch da? So, dann, wenn ihre genetische Wurzeln außerhalb Afrika ist, kommt dann 1-2% aus den Neandertalern. Und das hat dann zu einer Mischung gekommen in einer Vorfahrenpopulation, wo dann nach einer Weile alle Mitglieder hatten so, wie ungefähr 1-2%. So, es verschwindet dann nicht mehr, es nimmt nicht ab heutzutage, weil alle außerhalb Afrika haben ungefähr. Also es nimmt nur ab, wenn man sich mischt mit afrikanischen Populationen, dann nimmt es natürlich ab. Ja. Gibt es nun, wenn man sagt, in jedem von uns steckt Neandertaler, ich habe ehrlich gesagt, ich gucke dann immer so genau und ich überlege, gibt es irgendeinen, wo vielleicht mehr oder weniger da ist? Ja. Kann man das so sagen oder anders ausgedrückt, gibt es Merkmale, gibt es vielleicht irgendetwas, wo man sagen kann, ja, das ist der Neandertaler, also vielleicht gehen Leute raus und morgen Abend heißt es in der Küche, wenn die Frau den Ehemann anguckt, lass den Neandertaler nicht raushängen, weil wir haben was verstanden, ich weiß es nicht. Genau, also es gibt da sehr viele Vorstellungen über, wie die Neandertaler waren, nicht, dass sich widerspiegelt in diesem Typ von Vorstellungen. Ich denke, was kommen wird, was wir noch nicht kennen, aber es gibt viele Untersuchungen, die unterwegs sind, die aussagen, wie zum Beispiel Schädelform untersucht in jetzt lebenden Menschen und mit Genomdaten von diesen Individuen vergleichen. Und es kann sein, dass man da herausfinden wird, dass tatsächlich manche Sachen, die wir ineinander sehen können, vom Neandertaler kommen, sagen wir große Augenbrauen oder sowas. Aber das wissen wir noch nicht. Also man kann nicht heute schon eindeutig zuordnen und sagen, was weiß ich, unser Immunsystem oder Teile des Immunsystems gehen darauf zurück. Also bei mehr medizinischen Sachen gibt es schon. Okay. So, es gibt so zum Beispiel bei Immunsystemen, es gibt sozusagen Rezeptoren auf der Zelloberfläche von Zellen, Toll-like Receptors, die wichtig sind für Immunverteidigung gegen Viren und Bakterien. Da hat so in Größenordnung 40% von Leuten in Europa und Asien Varianten von Neandertalern. Und man kann nachweisen, dass diese Varianten führen dazu, dass man hat mehr von diesen Rezeptoren auf der Zelloberfläche und neigt dazu, nicht infiziert zu werden von Helicobacter pylori. Das sind die Bakterien, die uns Magengeschwüre geben. So, wenn Sie keinen Magengeschwür haben, können Sie vielleicht den Neandertalern auf ihn danken. Ja. Aber es hat immer zwei Sachen. Ja. Man neigt dann auch dazu, mehr Probleme mit Allergien und so sagen. So, wenn Sie Allergien haben, sollen Sie vielleicht Schuld an den Neandertaler schieben. Wenn wir uns die Evolution nochmal anschauen und uns nochmal etwas verdeutlichen, wenn Sie das Genom des Neandertalers neben das Genom des heutigen Homo sapiens legen, wie groß ist der Unterschied? Der Unterschied ist wirklich winzig. Es ist ein Teil, im Durchschnitt ein bisschen mehr als zwischen zwei lebenden Menschen. Aber das stammt eigentlich von 10% des Genoms. Für 90% des Genoms fällt der Neandertaler noch in der Variation von jetzt lebenden Menschen. Das heißt, für diesen Bereich in meinem Genom bin ich näher zu einem Neandertaler als Sie. In einem anderen Bereich sind Sie näher. Das kommt einfach daher, dass wir vor nur 500.000 Jahren oder so gemeinsame Vorfahren hatten. Dann gibt es noch diese Bereiche, die von den Neandertalern vor nur 50.000, 60.000 Jahre rübergekommen sind. Die sind das größere Stücke, die manchmal auch dann funktionelle Auswirkungen haben. Aber insgesamt sind die Unterschiede klein und doch haben sie im Laufe der Evolution dazu geführt, dass Homo sapiens überlebt hat und der Neandertaler ist von der Bildfläche verschwunden. Warum? Ja, das ist, wenn man so will, die größte Frage in unserem Forschungsfeld, würde ich sagen. Es gab die Neandertaler, es gab Denisovaner, es gab viele andere Menschenformen in Afrika und Indonesien, die nicht mehr da sind. Nur der moderne Mensch hat irgendwie diesen Sprung gemacht von
vielleicht 100.000 Jahre, zu selben Zeitpunkt zu Millionen von Jahren, hat eine Technologie und Kultur entwickelt, die sich sehr schnell verändert und hat sich über die ganze Welt verbreitet. Das ist die erste Menschenform, die systematisch Meeren überquert hat, wo man Land nicht auf der anderen Seite sieht. Der Mensch ist, vor dem modernen Menschen entstanden ist man nie nach Madagaskar gekommen, nie nach Amerika, nie nach Australien. Mit dem modernen Mensch innerhalb von 50.000 Jahren zu jeder kleinen Insel in dem Pazifik nicht. So manchmal sage ich dann, der moderne Mensch ist einfach verrückt. Man ist verrückt, wenn man raussegelt auf dem Meer und nicht weiß, dass da was gibt. Und das führt dann vielleicht zu Hamburg und Seefahrt und so. Ich sehe viele Schiffe, ja. Nichtsdestotrotz, das Faszinosum besteht ja darin, wenn man sich sozusagen dieses Buch der Evolution anschaut, dass wir heute ja, die Dominanten sind, dass wir uns vermutlich nicht ganz zu viel darauf einbilden dürfen, weil, wenn man einfach mal verdeutlicht, wie lange gab es den Neandertaler und wie lange gibt es im Vergleich dazu Homo sapiens? Yes. Man kann natürlich sagen, der Neandertaler hat gelebt 2-3 Mal länger als der moderne Mensch. So wir sind im Moment, sehen wir sehr erfolgreich aus, aber wir sollen uns vielleicht in 100, 150.000 Jahren wieder treffen und sehen, waren wir so erfolgreich wie der Neandertaler oder nicht. Sind wir noch da, wenn man so will? Wir werden uns treffen. Okay. Den Körperpreis für die Wissenschaft gibt es bestimmt. Ja. Wir gucken noch mal auf die Vergangenheit, denn man muss sich immer wieder verdeutlichen, wir reden hier von 30, 40.000 Jahre. Also wir blicken zurück und meine Frage ist, gibt es irgendwann aus der Sicht eines Paläogenetikers eine Art Abblende, wo man sagt, wir kommen in etwa bis zu der Zeit, weiter geht es nicht, weil die DNA sich nicht konserviert, weil andere Faktoren eine Rolle spielen? Genau, es gibt auf jeden Fall Grenzen, für wie weit zurück man gehen kann in die Vergangenheit und noch DNA gewinnen kann. Das hängt von vielen Faktoren ab. Manche von denen verstehen wir, zum Beispiel Temperatur. Die älteste DNA, die man hat, ist in Permafrost, der dann kontinuierlich gefroren war, von Pferden, die 800, 700.000 Jahre alt ist. Außerhalb der Permafrost sind die ältesten DNA-Sequenzen, die wir haben, kommen von Spanien, eine tiefe Höhle, 430.000 Jahre. Da haben wir winzigen Mengen DNA bis jetzt. Aber nicht DNA von einem Hominiden? Doch, das ist irgendeine Menschenform, die schon sehr früh auf der Linie zum Neandertaler liegt. Ein Neandertaler Vorfahrer, wenn man so will. Und wir wollen eben jetzt die Ressourcen, die wir von dem Körperpreis bekommen, mehr sequenzieren von diesen sehr frühen Neandertalerformen. Aber so außerhalb der Permafrost würde ich sagen, die Grenze für wie weit zurück wir gehen können, sicher diesseits einer Million Jahre. Oder so. Es gibt ja einen Spielfilm, den wir natürlich alle kennen. Ich hoffe, Sie kennen ihn. Ich habe das einmal bei einer Nobelpreisträgerin aus Deutschland erlebt. Der Film heißt Jurassic Park und ich fragte sie, kennen Sie Jurassic Park? Und sie sagte nein. Also insofern, kennen Sie Jurassic Park? Doch. Okay. Ja. Da gibt es ja die Geschichte, dass sozusagen Blut des Dinosauriers in einer Stechmücke konserviert in Bernstein ist und 60 oder 70 Millionen Jahre später ist die Wissenschaft in der Lage, DNA zu extrahieren und neue Dinosaurier zu klonen. Frage an den Fachmann, haben wir da was zu befürchten oder sagen Sie no? Nein, haben wir nichts eindeutig zu befürchten. Eindeutig nein? Eindeutig, ja. Aus vielen Gründen, aus technischen Gründen auch. Sozusagen. Wenn wir sagen, dass wir das Neandertal-Genom sehr gut kennen, stimmt das zu für einen Teil des Genoms, wie nur in einer Kopie vorkommen, wo wir kurze Stücke sehen können, woher kommen die. Ungefähr ein Drittel unseres Genoms ist repetitiv, kommen in mehrere Kopien vor. Da können wir anhand von diesen kleinen Bruchstücken nicht wissen, von welcher Kopie kommt das. So für diesen Teil des Genoms können wir nur so statistisch sagen, wie viele Kopien gibt es, aber die genaue Anordnung kennen wir nicht. Und diese Teile des Genoms sind auch funktionell wichtig. Was kommen wird und woran wir schon ein bisschen arbeiten,
ist manche von diesen Mutationen reinzufügen in menschlichen Stammzellen und dann diese Zellen im Labor zu züchten, vielleicht Nervenzellen herauszumachen oder kleine Organoide, kleine Strukturen, sozusagen die Entwicklung des Gehirns zum Beispiel nachbilden und die Konsequenzen von diesen Mutationen zu untersuchen. Das heißt, auf die Art und Weise zu untersuchen, was sind die Mutationen, die dann irgendwann zu unseren Fähigkeiten geführt haben. Das ist dann der große Traum dabei, wenn man so will. Dann interessieren wir uns besonders für Mutationen, die alle Menschen heute gemeinsam tragen und die Neandertaler nicht hatten. Dass vielleicht solche Mutationen unter denen, die vielleicht mit Gehirnentwicklung oder Gehirnfunktion zu tun haben. Aber das sind wirklich Arbeiten, die ihren Anfang stehen. Aber man kann daraus keinen Menschen machen. Und das wäre auch natürlich aus ethischer Sicht voll nicht vertretbar. Ich kann mir vorstellen, dass es für einen 13-Jährigen, der in Ägypten mit seiner Mama durch die Gräber der Pharaonen geht, die Pyramiden sieht, ein unglaubliches Gefühl ist, wenn er 60 oder 50 Jahre später zurückdenkt und sagt, okay, mir ist es gelungen, das Genom des Neandertalers zu entschlüsseln, vielleicht sehr viel mehr Licht da reinzusetzen. Gibt es aus Ihrer Sicht so noch eine große Sache, die Sie auf der Liste haben, wo Sie sagen, mein Ziel ist, wenn ich es irgendwie schaffe, noch das zu machen? Für mich wäre vielleicht wirklich der große Traum, ein bisschen davon zu verstehen, was der moderne Mensch einzigartig macht. Wenn wir jetzt das Genom von unseren nächsten Verwandten haben, die diese kulturelle, technische Evolution nicht gemacht haben, vielleicht können wir Aspekte davon verstehen, was die menschliche Geschichte, so wie wir sie kennen, sozusagen aus biologischer Sicht möglich gemacht hat. Manche sagen, das ist eine sehr anthropozentrische Frage, aber es ist auch eine Frage, die ganze Biosphäre sogar beeinflusst. Wir leben in der Anthropozän, sagen manche nicht. Wir beeinflussen jetzt den ganzen Planeten und das ist wegen eben dieser Geschichte, einzigartige Geschichte, die wir durchgemacht haben. Ich glaube, Sie sind ein Beleg dafür, dass es offensichtlich ein paar Beispiele gibt, wo Homo sapiens wirklich Grandioses leistet. Ich danke Ihnen bis hierhin. Die Preisverleihung wird gleich kommen und ich freue mich noch auf ein kurzes Gespräch mit Professor Stratmann. Aber bis hierhin vielen Dank, Professor Svante Pebo. Als Vorsitzender des Kuratoriums kann ich mir vorstellen, Professor Stratmann, man hat manchmal so Kandidaten, wo man sagt, boah, das ist für die Wissenschaft toll, aber es wird schwer, an dem Tag der Preisverleihung Laien etwas zu vermitteln. Ich glaube, bei dem Fall Svante Pebo kann man sagen, beides ist erfüllt, oder? Ja, absolut. Ich glaube, das Besondere bei Svante Pebo, wir haben es eben gehört, ist, und das war auch für das Kuratorium ein wichtiges Indiz für eine ganz herausragende Leistung, er hat ein neues Wissenschaftsgebiet geschaffen und das ganz selten. Das ist etwas ganz Herausragendes und deswegen ist er auch ein idealer Preisträger. Ich möchte ein bisschen eingehen auf Gedanken, die Dr. Dittmar vorher erläutert hat, weil man muss sich immer wieder klar machen, in heutigen Zeiten reden wir von Echokammern, von Blasen und in gewisser Weise hoffe ich zumindest, dass wir hier im Raum alle Teilnehmer einer bestimmten Blase sind und da steht groß drauf, Vertreter der Aufklärung. Wir glauben an Argumente, wir glauben an eine Grammatik, die natürlich in der Wissenschaft wunderbar ist, weil sie beruht auf Fakten, auf Falsifikation, auf Dialog, auf Lernfähigkeit. Aber in heutigen Zeiten scheint es immer mehr Menschen zu geben, die daran zweifeln. Ich frage einfach mal sehr ketzerisch, müssen wir vielleicht noch viel mehr tun, damit auch der Wert der Wissenschaft in der breiten Bevölkerung vielleicht immer noch gesehen wird und wir nicht Erosionsprozesse der Aufklärung plötzlich begegnen? Ja, ich denke, wir sind hier in diesem Raum wahrscheinlich alle ähnlich sozialisiert. Wir stammen aus der gleichen Blase. Wir können uns eine Welt jenseits der Aufklärung wahrscheinlich alle gar nicht vorstellen. Wir leben in dieser Welt der Rationalität.
Aber ich glaube, auch seit der Aufklärung hat es immer wieder Phasen gegeben, in denen Menschen in dieser Welt der Aufklärung nicht gelebt haben, esoterischen Gedanken nachgegangen sind, Dinge geglaubt haben, die ein rational denkender Mensch eben nicht glaubt. Also ich glaube, es ist nichts ganz Neues. Das Neue ist, dass sich diese esoterischen Gedanken heute verbreiten in einer Weise, die es vorher nicht gegeben hat und damit auch in Konflikte mit rationalem Denken kommen. Ich glaube in der Tat, wir werden immer uns um Bildung bemühen müssen. Bildung ist das Entscheidende, auch im Sinne der Aufklärung. Wir werden uns auseinandersetzen müssen mit anderen, aber es gibt keinen Sinn. Ich persönlich glaube, es gibt keinen Sinn, sich mit Irrationalitäten auseinanderzusetzen. Das ist mir als Wissenschaftler völlig fremd. Man kann sich über wissenschaftliche Hypothesen auseinandersetzen, das haben wir eben gehört. Aber wenn es irrational wird, wird es schwer sein. Ich glaube in der Tat, dass es heute vielleicht so ist, dass Wissenschaft und auch die Welt, in der wir leben, komplex geworden ist, sehr komplex geworden ist. Und dass Menschen, die glauben, einfache Botschaften zu haben, einfache Wahrheiten zu haben, Dinge ganz simpel verstehen zu können, natürlich immer eine gewisse Resonanz finden. Das eine ist ja der Umgang mit Komplexität und als Vertreter der Aufklärung kann man ja auch durchaus mal positiv da stehen und sagen, ja, die Welt ist komplex und deswegen ist sie so schön. Ja. Sie wäre ziemlich langweilig, wenn dem nicht so wäre. Müssen wir da nicht desto trotz sehr viel stärker auch nicht nur in die Wissenschaft gucken, sondern Wissenschaft in einem gesellschaftlichen Kontext vielleicht stärker auch in den Prinzipien der Aufklärung, in den Prinzipien auch der Faszination, die Wissenschaft ausmacht, weil sie Neues findet und weil sie vielleicht auch ehemalige Fehler revidieren kann, dieses Prinzip, diese Grammatik der Aufklärung vielleicht stärker wieder nach außen bringen? Vielleicht haben wir uns zu sehr daran gewöhnt? Ich glaube, es ist absolut richtig. Wir alle haben die Aufgabe, das, was wir tun, auch in der Öffentlichkeit darzustellen. Wir sind der Öffentlichkeit verpflichtet. Wir müssen sie auch mitnehmen. Dazu dient übrigens so ein Ereignis wie heute. Es ist eine breite Öffentlichkeit. Ich gehe mal davon aus, dass heute Abend in den Nachrichten darüber berichtet wird. Es wird ein Millionenpublikum erreichen. Millionen von Menschen werden zum ersten Mal hören, dass wir doch mit dem Neandertal was gemein haben, was die Wissenschaftswelt schon seit Jahren weiß, aber das viele kann eben nicht. In Zeiten, wo über Sie, Migration gesprochen ja, wird, absolut. Sie kritisch machen das, sein. Sie machen das in Ihren Sendungen. Ja, ich glaube in der Tat, aber das entscheidende Moment ist die Schule. Ich glaube, das entscheidende Moment ist die Schule, auch der rationale Umgang mit Wissen und Wissenschaft in der Schule, die Fähigkeit von Lehrern, das zu vermitteln, auch moderne Wissenschaft zu vermitteln, nicht stehen zu bleiben. Und dazu braucht es moderne Schulbücher, es braucht moderne, auch experimentelle Formate in den Schulen, um mit Wissenschaft umzugehen. In der Tat ist das das Wichtigste, aber wir werden immer wieder feststellen, dass Menschen sich davon entfernen und eben, wie ich das eben schon sagte, ganz anderen Ideen nachgehen. Ich bin ein schlechter Witzeerzähler, aber ich möchte zum Schluss Ihnen einen Witz erzählen, weil Herr Dittmar hat auch von der Grundschule gesprochen. Da geht es um eine Grundschule in Berlin. Und die Lehrerin, ist eine katholische Grundschule, malt ein Eichhörnchen an die Tafel, dreht sich um und fragt die kleinen Kinder, na Kinder, was ist das? Peterchen meldet sich und er sagt Folgendes, Schwester, mein klarer Menschenverstand sagt mir, dass das ein Eichhörnchen ist. Aber so wie ich den Laden hier kenne, ist das mal wieder das liebe Jesulein. Das ist... ein bisschen der Weg. Also ich plädiere für Eichhörnchen, ich auch. Für Neandertaler. Bedanke mich in dem Sinne ganz herzlich und jetzt freuen wir uns auf die wunderbare Preisverleihung mit unserem noch wunderbareren Preisträger. Zum Höhepunkt und ich darf die Verleihungsurkunde vorlesen. Die Körperstiftung vergibt nach dem Vorschlag des dazu berufenen Kuratoriums den Körperpreis für die europäische Wissenschaft 2018 in Höhe von 750.000 Euro für bahnbrechende Erkenntnisse auf dem Gebiet der Paläogenetik an Professor Dr. Svante Pebo vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig.
Svante Paabo wird ausgezeichnet für seine Pionierleistungen auf dem Gebiet der Paläogenetik, als deren Begründer er gilt. Zu Paabos bedeutendsten wissenschaftlichen Durchbrüchen zählt die Entschlüsselung des Neandertal-Genoms. Seine Arbeiten haben nicht nur für unser Verständnis der Evolutionsgeschichte der modernen Menschen revolutioniert, sondern erlauben dank einer ausgefeilten Methodik auch die Beantwortung der Frage, was den anatomisch modernen Menschen genetisch modern macht. Unterschrieben von Dr. Lothar Dittmar, Vorsitzender des Vorstandes der Körperstiftung und meiner Wenigkeit. Ich darf Ihnen ganz, ganz, ganz herzlich meinen Namen. Was müssen wir machen? Halten lassen. Ja. Okay. Danke. Okay. Also nochmal, mein herzlichen Glückwunsch. Ja. Danke. Vielen Dank.